Die Strahlentherapie ist eine rein lokale Maßnahme. Das heißt, sie wirkt nur im Bereich des Bestrahlungsfeldes. In den meisten Fällen erfolgt die Bestrahlung von außen über die Haut. In manchen Fällen werden Strahlenquellen kurzfristig tumornahe, also innen in Körperhöhlen und auf Organe gebracht. Dann spricht man von einer sogenannten Brachytherapie. Eine weitere Technik der Brachytherapie ist die Implantation von winzigen Strahlenquellen in den Tumor, die sogenannte Seed-Implantation. Diese wird überwiegend beim Prostatakarzinom eingesetzt. Die Strahlentherapie hat grundsätzlich die Heilung der Krebserkrankung zum Ziel und kann sowohl bei einem bestehenden Tumor als auch vorbeugend durchgeführt werden, wenn befürchtet wird, dass etwa im Operationsgebiet noch vereinzelte Tumorzellen zurückgeblieben sind. Diese sollen durch die Bestrahlung zerstört werden. Die Strahlentherapie kann alleine oder in Verbindung mit Operation und/oder medikamentöser Therapie durchgeführt werden. Ist eine Heilung der Krebserkrankung nicht möglich, so kann durch eine Strahlentherapie häufig eine Linderung der tumorbedingten Symptome erreicht werden und damit oft auch eine Lebensverlängerung. Vor allem Schmerzen sprechen besonders gut auf eine Bestrahlung an. Bei zahlreichen Krebsarten können etwa Knochenschmerzen, die durch Metastasen bedingt sind, durch eine Bestrahlung gelindert werden. Durch die Bestrahlung baut sich der Knochen oft wieder auf, Knochenbrüche können vermieden werden. Aber auch Atemnot, Schluckbeschwerden, Lähmungen, Harnstauung, Lymphstau oder Blutungen können durch die Strahlentherapie häufig günstig beeinflusst werden. In jeder Zelle befindet sich ein Zellkern, der als Kommandozentrale fungiert und entscheidet, ob und wann sich eine Zelle teilt. Im Zellkern ist die Schlüsselsubstanz für die Vererbung, die sogenannte DNS, enthalten. Dieses Molekül ist schraubenförmig in Doppelsträngen angeordnet und enthält sämtliche Erbinformationen. Strahlung kann die DNS-Schraube in der Struktur derart verändern, dass Zellen ihre Teilungsfähigkeit verlieren und absterben. Man bezeichnet das als programmierten Zelltod. Die abgestorbenen Tumorzellen werden von körpereigenen Immunzellen zerlegt und abgeräumt. Während sich gesundes Gewebe meist viel besser von der Bestrahlung erholt, können Tumore oder Krebszellen durch die Bestrahlung so weit geschädigt bzw. zerstört werden, dass ein erneutes Tumorwachstum und die Streuung von Tumorzellen in andere Organe verhindert wird. Die Reparaturen im Normalgewebe werden durch biochemische Prozesse ermöglicht, die meist eine bestimmte Zeit benötigen. Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, dass die gesamte Strahlendosis in Einzelsitzungen aufgeteilt wird. Im Einführungsgespräch erklärt der Strahlentherapeut Ziel und Ablauf der Behandlung und bespricht mögliche Nebenwirkungen. Auf einige Nebenwirkungen möchte ich eingehen. Ein verbesserter Bestrahlungsplan und Technik sowie kleinere und damit verträglichere Einzeldosen lassen heute Nebenwirkungen der Strahlentherapie seltener werden. Neben dem Tumor treffen die Strahlen auch das umgebende Normalgewebe. Die Bestrahlung zerstört die Zellen und vor Beginn einer Strahlentherapie wird heute durch Bildgebung eine ganz exakte Planung durchgeführt, sodass die Bestrahlung heute möglichst nur den Tumor trifft und die gesunden Zellen verschont. Diese radiogenen Effekte sind nicht als Strahlenschäden aufgrund einer unsachgemäß durchgeführten Therapie anzusehen, sondern bewusst akzeptiert, wenn auch unerwünschte Folgen, die für eine erfolgreiche Strahlenbehandlung unvermeidbar sind. Akute Nebenwirkungen sind solche, die bereits während der Strahlentherapie auftreten, wie Schleimhautentzündungen im Mund oder in der Speiseröhre bei Bestrahlung der Kopf-Hals-Region.
Übelkeit oder Durchfälle bei Bestrahlung im Bauchbereich oder Hautrötungen bei Bestrahlung etwa der Brust. Gelegentlich gibt es eine gewisse Müdigkeit und Abgeschlagenheit nach Bestrahlung in unterschiedlichen Körperregionen. Symptome wie Übelkeit treten hauptsächlich bei Bestrahlung entsprechend großer Felder im Bauchraum auf. Dank der modernen Bestrahlungstechniken konnten Spätreaktionen wie Verhärtungen des Unterhautfettgewebes, Mundtrockenheit bei Bestrahlung der Speicheldrüsen deutlich reduziert werden. Bei der Teletherapie wird ausschließlich von außen bestrahlt. Daher gelangen radioaktive Substanzen nicht in den Körper. Bei der Brachytherapie wird ein radioaktiver Strahler meist für wenige Minuten in einer Umhüllung in den Körper des Patienten eingeführt und anschließend sofort wieder entfernt. Eine Ausnahme stellt die Seed-Implantation beim Prostatakarzinom dar. Hier sind kurzzeitig spezielle Verhaltensmaßnahmen notwendig. Ihr Strahlentherapeut wird mit Ihnen vor Beginn der Therapie ein ausführliches Gespräch führen und Sie über Verhaltensmaßnahmen informieren und Ihnen Fragen beantworten.